die Voraussetzung, eine Versorgung wie das Seabrace auch optimal umsetzen zu können, braucht ein starkes und großes interdisziplinäres Team um den Patienten herum. Diese Personen müssen gut zusammenspielen, diese Personen müssen gemeinsam an dem Therapieziel arbeiten, was am Anfang erarbeitet wurde. Wir als Orthopädietechniker sehen uns als Bindeglied der verschiedenen Berufsgruppen und versuchen, alle Anforderungen an das Produkt in das Produkt einfließen zu lassen. Mit Hilfe der hauseigenen Videoanalyse haben wir die Möglichkeit, auch die notwendigen Therapieziele auf Video zu dokumentieren und somit auch dem Patienten gewisse Hausaufgaben mitzugeben, welche er bis zum nächsten Termin, zur nächsten Videoanalyse dementsprechend auch umsetzen muss. Als Physiotherapeutin bei einer Seabrace-Versorgung mit der Firma CareCoach habe ich einerseits eine beratende und andererseits eine vernetzende, vermittelnde Funktion. Beratend in der Weise, dass ich bei jedem Termin mit dem Patienten einen aktuellen Status erhebe, dass wir uns die letzten Wochen Revue passieren lassen, schauen, ob etwaige Fragen, Probleme aufgetreten sind. Wir können ein kleines Übungsprogramm erstellen, das wir mit nach Hause geben. Und in der vernetzenden Tätigkeit bin ich zwischen dem Patienten der Firma CareCoach und den betreuenden Physiotherapeuten zu Hause. Diese können nicht immer bei allen Terminen anwesend sein, benötigen aber ebenfalls den aktuellen Status und unsere neuen Zielsetzungen. Nur wenn wir alle Mitwirkenden gut informiert sind und vernetzt arbeiten, ist es möglich, das beste Ausgangsziel für den Patienten zu erreichen. Persönlich kann ich noch anmerken, dass mich meine erste Seabrace-Abgabe emotional sehr berührt hat. Es war wirklich toll zu sehen, was die Orthese und das Gelenk schaffen, wie leicht ein Gangbild wirken kann und was das mit der Lebensqualität einfach auch macht. Und ich bin wirklich sehr dankbar, dass ich diese Versorgung mitbegleiten darf.